So, dann muss ich das Zeug eben rauswerfen. Okay. Das Schwert kann da bleiben, wo es ist. Da ist sogar noch eine Truhe. Ja? Man kann es ja mal versuchen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Die Truhe ist verschlossen. Ich hab genug davon. Wir mal gucken, ob da eine Falle dran ist, vorsichtshalber. War gut. So, offen ist sie. Sind aber nur 72 Gold drin. Und das sind die Edelsteine, die ich gerade auf den Boden geschmissen habe. Es ist blöd, ich habe kein. Es gibt im Baldur's Gate jetzt noch keine Edelsteintasche und keinen nimmervollen Beutel. Pfeile will ich nicht unbedingt rausschmeißen. Okay, dann klicken wir einfach auf den Thron. Und wieder im Kompassraum. Juhu. Das heißt, noch ein Rätsel von Gulag. Aber das war ja zu erwarten. Er hat ja gesagt, es sind drei Wege. Und wieder ellenlange Texte. Dies ist das Ende aller Dinge. Hier stand ich und schlug sie einen nach den anderen nieder. Meine Familie und mein Clan mit ihren falschen Gesichtern. Sie ließen einen Schein fallen und erhoben ihre Waffen gegen mich. Ich habe sie bis auf den letzten bekämpft, tötete die Gestaltwandler, die ihnen ihre Form genommen hatten. Ich verfluchte sie dafür, dass sie meinen Traum zerstört hatten. Aber sie waren gar nicht das wirkliche Böse. Das wirkliche Böse konnte mein Volk nicht vor dieser Täuschung bewahren. Das wirkliche Böse versteckte sich vor dem Auge angesichts vor dem Leben angesichts dieser Tragödie. Schuld hat das wirkliche Böse. Dies ist das Ende aller Dinge. Antwortet, wie die Schuld zugewiesen ist. Ich werde noch keine Wahl treffen. Wir kamen, um zu töten, aber nicht ohne Grund. Wir waren schon früher hier, genauso wie die Tentakel. Ihr unterirdisches Reich lag nahe bei und der Turm störte sie bei ihrer Ausdehnung. Außerdem war die Verlockung zu groß, um sie durch die Lappen gehen zu lassen. Die Zwergen hielten nicht einmal ihren Reichtum geheim, taten nichts gegen die Gerüchte von Goldbergen. Die Eindringlinge kamen und kommen immer noch, aber nicht ohne Einladung. Wir kamen zu töten, aber nicht ohne Grund. Okay. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Wir hatten gar keinen Grund, uns auf schlechte Zeiten vorzubereiten. Denn schlechte Zeiten würde es niemals geben. Das wurde uns versichert und dann glaubten wir. Der große Trolltöter war uns treusorgender Vater. Unser treusorgender Vater. Und er würde uns auch beschützen. Wir legten unsere Schwerter nieder, um das Leben so zu leben, wie wir es uns immer gewünscht hatten. Wir lebten zusammen wie eine große Familie. Misstrauen war für Außenstehende. Wächter und Waffen waren für Kriegszeiten. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Ja, ihre eigene Sicherheit hat sie unvorsichtig werden lassen. Zu hoher Stolz könnte man als das wahre Böse bezeichnen. Wir fertigten das, was uns aufgetragen wurde. Wir richteten diesen Ort so her, dass er gegen jeden Eindringling geschützt war. Wir versahen jedes Stückchen jeder Treppe mit Fallen und es war sicher, dass jeder, der eintrat, sein Leben ließ. Über die Zeit haben wir viel getötet, auch wenn das gar nicht unsere Absicht war. Wir taten all dies nur, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholte. Aber die Herausforderungen bewiesen, dass sie sich wiederholen wird. Einen Berg erklimmen, einen Fluss überqueren, aus dem einfachen Grund, dass sie da sind, werden sie kommen. Wir fertigten das, was uns aufgetragen wurde. Also wenn, dann haben sie das Böse gefertigt. Was uns jetzt in diesem Turm teilweise heimsuchte. Gucken wir mal, was so zur Antwort steht. Sehr viel auf jeden Fall. Die Schuld ist den Eindringen zuzuschreiben, die gnadenlos angriffen und euren Clan, der sich nicht verteidigen konnte. Die Handwerker trifft die Schuld, die diesen bösen Ort erbaut haben und euch, da ihr sie dazu angewiesen habt. Alle sind schuldig in euren Augen. Könnte passen. Die Handwerker ermutigten euch und stachelten euch an. Nein, das stimmt schon mal nicht. Die Handwerker haben nämlich nur das getan, was ihnen aufgetragen wurde. Euch kann also nichts vorgeworfen werden. Euer Clan verlangte zu viel von euch. Euch kann also nichts vorgeworfen werden. Den Eindringen konnte nicht Einheit geboten werden, deshalb meint ihr, euch kann nichts vorgeworfen werden. Alle anderen hatten an eurem Niedergang teil.
Die Schuld beginnt bei den Eindringlingen, aber sie griffen aus gutem Grund an. Das stimmt schon mal, das haben sie gesagt. Ihr könnt auch euren Clan beschuldigen, aber sie befand sich unter dem Schutz eures Selbstvertrauens. Die Handwerker taten nur ihre Arbeit. In euren Augen seid ihr derjenige, der die Schuld an dem trägt, was vorgefallen ist. Das würde am meisten passen, weil er hat auch gesagt, dies ist das Ende aller Dinge, also dies ist sein Ende. Euren Clan trifft keine Schulter, die Eindringlinge unaufhaltsam vordrangen. Die Eindringlinge sind unschuldig, da sie ums nackte Überleben kämpften. Das ist nicht richtig. Die haben ja gesagt, sie griffen aus gutem Grund an, weil die Illifiden sie wegen ihrer Gier dazu angestachelt haben. Die Handwerker taten einfach ihre Arbeit und ihr konntet den Angriff nicht vorhersehen. Also seid ihr nicht schuldig. Niemand trifft eurer Meinung nach die Schuld. Euer Clan muss die Schuld auf sich nehmen, denn er war nicht fähig zu kämpfen und die Handwerker sind ebenfalls schuldig, da sie euch ermutigten. Stimmt auch nicht, die Handwerker haben nur gemacht, was man ihnen gesagt hat. Ihr tragt die Schuld, da ihr alles begonnen habt. Die Eindringlinge könnt ihr nicht der Schuld bezichtigen, denn sie taten, was in ihrer Natur liegt. Das stimmt auch nicht, sie haben mit gutem Grund angegriffen. Die Eindringlinge tragen den Grund, euren Clan abgeschlachtet zu haben. Sie sollten für die Hilflosigkeit beschuldigt werden, die er fühlte. Sie hatten auch ihren Anteil daran, dass ihr Handwerk angehört habt, also sind sie indirekt auch schuld am Turm, wie er jetzt hier steht. Sie sind aber wahrhaftig böse, eurer Meinung nach. Das könnte aufpassen, aber ich denke mal, das ist Nummer 3. Oder? Ja, ihr habt es verstanden. Ihr werdet sogar das überleben, was ich nicht überlebte. Okay. Was? Gut. Das heißt, wir haben alle drei Wege abgeklappert. Ihr werdet diesen Ort überleben. Ihr versteht, was den Hass schuf, die Furcht. Nur müsst ihr verhindern, dass es schlimmer wird. Ein Wesen unten, mächtig über alle Maßen, müsst ihr aus dem Weg schaffen. Oder es wird diesen Ort sein eigenen. Solch eine Festung unzugänglich, wenn in seinem Bild erneuert. Es ist nicht meine Art, Phantom zu helfen. Daraus kann ich keinen Profit schlagen. Wo es bekämpfbares Übel gibt, werde ich es ausrotten. Ich wünsche nicht, diesen Kampf zu meinem eigenen zu nennen. Warum soll ich mich darum kümmern? Das würde jeder normale Mensch sagen, aber wir haben den Todesritter ja oben erlebt. Und dieses Übel können wir nicht einfach frei rumlaufen lassen. Also versuchen wir es zu bekämpfen. Jedenfalls Talisa kann es nicht rumlaufen lassen. Es wird immer Böses zu bekämpfen geben, innen und außen. Tut, wie es euch beliebt, der Weg ist frei, folgt mir. Ja, nichts leichter als das. Ich habe einen mächtigen Ghoul namens Kral getroffen. Er hat mich von einem Tanari-Wesen und seinem Todesblick gewarnt. Ein Blick, der doch kein Blick ist. Das klingt noch furchterregender als der Blick des Basilisken. Ich frage mich, ob herkömmliche Vorsichtsmaßnahmen überhaupt helfen können. Ich werde mir das merken, obwohl ich nicht glaube, auf solch ein Wesen zu treffen. Krals Kampf liegt schon sehr lange zurück. Ja gut, ich weiß nicht, ob er damit jetzt den Dämonenritter meint, dem wir gleich begegnen werden. Wenn es wirklich ein Dämonenritter ist. Ach ja, und hier ist die Geheimwand verschwunden. Die vorhin noch da war. Da kommt übrigens Durlaks Geist angeschlichen. Und jetzt ist er weg. Okay. Ah, das wird Durlaks Thronraum sein. Und da lebt noch jemand. Bleibt, wo ihr seid. Mein Bogen ist auf euren Hals gerichtet. Und ihr kommt nicht lebend an mich heran. Dann schießt doch. Aber wisst, dass ihr dann den getötet habt, der euch retten wollte. Beruhigt euch, ich bin nicht euer Feind. Wer seid ihr? Wenn ihr den Kampf sucht, ich bin bereit. Ich bin bis hier gekommen und werde mich nicht von euch stoppen lassen. Ihr und euer untote Herr und Meister werdet durch meine Hand sterben. Durlaks Turm wird für euch allen befreit werden. Merkt euch das mal mit untoter Herr und Meister. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich werde die Schätze des Turms für mich haben, für mich ganz alleine. Beruhigt euch, wer seid ihr?
Wer ich bin? Ich bin eine dumme Gans, die dachte, sie könnte diesen Turm einnehmen. Wie ein albernes Koboldlabyrinth. Feuerweinbrücke. Ihr seid also auch so ein Irrer. Macht lieber gleich euer Testament, wenn ihr vorhabt, hier zu bleiben. Meine Begleiter sind noch ein Stück weiter vorgedrungen, während ich mich hier von einem Schlag auf den Kopf erholte. Autsch. Tot sind sie, alle. Und wir sind auch bald dran. Man nennt mich Claire Delane und ich sollte schon längst unter der Erde sein. Was ist geschehen? Ich sag schon in eurer Gruppe, ihr müsst geschickt genug gewesen sein, so weit zu kommen. Ihr müsst nicht jegliche Hoffnung aufgeben. Noch leben wir, das heißt, wir sind noch nicht alles verloren. Dann predet beiseite, feige Mimmi. Ich habe den Willen und die Mittel, diesen Ort allen Kreaturen darin und alle Kreaturen darin zu besiegen. Vielleicht wart ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen, aber ich denke, ich bin es. Ich werde dorthin vordringen, wohin ihr nicht gehen konntet. Ihr müsst die Hoffnung nicht aufgeben. Hoffnung? Die verlor ich schon, als ich ihre Schreie hörte und wusste, dass ich nichts tun konnte. Ich wage nicht einmal an das nächste Geschöpf. Habt ihr nichts gesehen oder gehört? Das Schlimmste ist, dass sie selbst nicht mal den kleinen Finger rühren. Meine Freunde bekämpften sich selber oder Monster, die so aussahen wie sie. Ich nehme an, das war passend in Anbetracht der Geschichte dieses Ortes. Aber sprecht mir nicht von Hoffnung, meine Freunde sind tot. Was ist mit euren Begleitern geschehen? Wir waren weder schwach noch feig, sonst wäre hier unten wahrscheinlich nicht angekommen. Unerfahrenheit und Dummheit haben uns zu Fall gebracht. Sie gingen voraus, während ich mich einen Moment ausruhte und ich hörte sie sterben. Ich hätte so junge Burschen nicht an einen solchen Ort bringen dürfen. Sie waren zu allem bereit, aber sie sahen die Gefahren nicht. Wir konnten Fallen entschärfen und einfache Monster umbringen, aber das war heftig böse. Ich hätte sie nicht herbringen dürfen. Okay, das war haftig böse. Den Namen kennen wir, das mit der Hoffnung haben wir doch schon gesagt. Wenn ihr nicht weitergehen wollt, solltet ihr vielleicht besser beiseite treten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Das ist ein Dämonenritter, ein Todesritter. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe in dieser Aufnahmesession. Was erwartet uns dort? Ein Dämonenritter und ein Todesritter. Ich will mal kurz die Unterschiede anführen. Ein Dämonenritter ist ein sogenannter Cambion. Also ein Cambion ist ein Tanari, was wir vorhin auch schon mal hatten, ein Dämon. Also eine bestimmte Art von Dämon. Und höhere Cambions sind Dämonenritter. Todesritter hingegen sind Untote. Also sowas wie Lichs, nur halt in Kriegervariante. Lichs sind untote Nekromanten, Todesritter sind halt untote Ritter. Wer Warcraft kennt, der dürfte das ein bisschen besser auseinanderhalten können. Ja, aber Todesritter sind halt Untote. Also was ist unser Feind jetzt? Ein Dämon oder ein Untoter? Das ist irgendwie teilweise nicht ganz klar, obwohl das meiste auf Todesritter spricht. Erst einmal hat sie ja gesagt, es ist ein untotes Wesen hier oben irgendwo, wobei Dämonen ja auch nicht unbedingt tötbar sind. Die kehren halt einfach auf ihre Ebene zurück. Aber Todesritter würde besser passen. Irgendwo war es hier. Das war hier irgendwo. Bogen auf euch gerichtet. Meine Freunde sind tot. Wo war das nochmal? Ach nee, das hätten wir sagen können, ja, mit dem untoten Herrscher, stimmt. Deswegen habe ich gesagt, ihr solltet es euch merken. Jetzt habe ich selber gerade wieder vergessen. Und auch in unserem Tagebuch, das zeige ich nachher gleich nochmal, wurde erwähnt, dass es eine skelettartige Gestalt ist, was auch wieder auf den Todesritter schließen lässt. Wobei es irgendwo heißt, dass der Dämonenritter einem höheren Wesen dient. Und das könnte wieder auf einen Dämonenritter hindeuten, weil Cambions dienen noch höheren Dämonen. Wie heißen die nochmal?
Ich wusste mal den Namen, wie die ganz hohen Dämonen genannt werden, die ganz hohen Tanari. Ich habe es aber wieder vergessen. In meinen Romanen, die ich auch gelesen habe, kam der Name auch schon mal vor. Also ja, das ist eh eine ganz komplizierte Sache mit Dämonen und Teufeln, Tanari und Batetsu, dem Abgrund und den neuen Höllen, dem Abyss und Balor. Ja, ich schweife vom Thema ab und bringe alles eh durcheinander. Also könnt ruhig drüber debattieren, ich bin mir auch nicht sicher. Ich schätze mal, es ist ein Todesritter.